Schule. Wohin soll ich? Das oh, das darf ich. Das ist nicht. So. Es gibt dann trotzdem eine göttliche Gerechtigkeit. Philipp. Da. Hier sind wir in Rüxau-Schache. Der Polizist Hans-Rudolf Kühni. Der höchst aggressiv, korrupt. Der hat es gern gehabt, Familie, wehrlose Familie zu terrorisieren und anzuhalten, ihre Kinder zu bedrohen. Ich denke, der Mann war ein schizophrener Psychopath, der sich irgendwie zu Hause hatte, sich schön und hat immer mitgeholfen in der Küche. Und seine invalide Frau hat immer geholfen, aber nach außen hat er schön andere Kinder terrorisiert und ganze Familie terrorisiert und gelogen. Und jetzt, einen Monat später, ist er weg. Und was interessant ist, sie versuchen gerade wieder die Gesetze zu verschärfen, damit ein und in den Zeitungen sagen sie, da kommen alle Art von Experten ans Wort. Die armen Polizisten, die machen doch nur ihre Arbeit und die Ton wird immer roher. Und sie werden bedroht überall und so. Sie haben einen 9mm gegen wehrlose Menschen, aber sie fühlen sich immer noch nicht ganz sicher. Und mit diesem Fall wollen sie dann wieder alles verschärfen, ne? Damit einfach zwei Polizisten solche Gesetze, dass man solche Gesetze macht, dass zwei Polizisten einfach etwas zusammenlügen können und ich sagen, wir fühlen uns bedroht und hoppla, dann gehst du sofort im Knast. Das wollen sie gerade machen. Ja, ein Verbrecher war das. Ein korrupter, verbrecherischer Polizist war der Hans-Rudolf Kühni. Und irgendwie gibt es schon eine göttliche Gerechtigkeit, dass er jetzt weg ist. Da hat sicherlich auch dabei Roger Fankhauser in Schaffhausen, in Emmental, war der in vorderster Front und hatte ja keine Kugel abgenommen. Ja, mal schön wieder eine Tür einschlagen. Herrlich, das ist ja schön. Alle Frustrationen von daheim, vom invalide Frau zu helfen und da immer eine mit so Abspülen zu helfen, ne, so wie das in der Zeitung steht, hat er schön all seine Frustrationen von daheim auf andere rauslassen können. Und natürlich war der Tat nichts geplant. Ich meine, der Fankhauser ist in seinem Pyjama, ist er noch geflüchtet auf der Straße. Das ist nicht geplant. Wir werden angelogen von all diesen Zeitungen und Medien, um einfach diese weitere Polizeistaat hier zu begründen. Da, Police. Das ist die Weltpolizei, die gegen den Menschen, gegen das Volk einfach immer mehr Macht hat und immer mehr Rechte hat, jeder zu terrorisieren, wenn sie das wollen. Und hier als Ausländer hat man überhaupt keine Rechte hier in der Schweiz. Ja. Ja, und da sitzen sie dann da dahinter. Ach, wir arme Polizisten, unsere. So. Eine göttliche Gerechtigkeit. Sein aggressives Verhalten ist bestraft worden. Am 24. Mai hat man ihn erschossen. Als er sich mal wieder wehrlose Menschen hatte terrorisiert, aus der Wohnung versucht zu setzen, die Tür einzubrechen. Und am 9. April hatte der Herr Ross und seine Familie und Kinder hatte voll terrorisiert, bedroht, angegriffen, rumgeschubst, etwas zusammengelogen, einfach um Ausländer hier im Gefängnis zu setzen. Man kann davon ausgehen, dass 80% der Ausländer, die im Gefängnis sitzen, hier in der Schweiz unschuldig im Gefängnis sitzen. Die Schweizer haben etwas zusammengelogen und ja, man hat keine Chance hier. Schweizer haben immer recht. Wenn ein Problem, alle Ausländer wissen, hast du ein Problem mit den Schweizer, halt lieber deinen Mund.
Was, ich habe immer recht. Die Polizei ist Schweiz, sind Schweizer, der Justiz sind Schweizer, die kriegen dich, du verlierst immer, die kriegen dich immer. Und zum Glück war es dann auch ein Schweizer, der das gemacht hat. Und ich werde echt, Sean Ross, ich werde diesen jungen Mann, die zum Äußersten gezwungen ist, ich werde den nicht im Stich lassen. Und ich gebe diese Information über diesen höchst aggressive und gefährliche und korrupte Polizist, möchte ich alle weitergeben. Weil hier werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen in höchst organisierter Form. So wie die Schweizer sehr, sehr organisiert sind. Tja, und jetzt, okay. Das ist dann das Ende von Hans Rudolf Kühni und seine Machenschaften. Da liegt er dann. Oder seine, das Andenken an ihn. Ja, hättest du es lieber nicht gemacht, Junge. Hättest du mal lieber die Menschen respektiert und deine Aufgabe als Polizist erfüllt, so wie du das machen solltest, dann wärst du da nicht gelegen jetzt. Aber du wolltest es anders. Du wolltest schon dein ganzes Leben Polizist werden. Bleib hier. Ja. Und also hier war das, der Thunstraße 56 in Schaffhausen. Also hier kam der aggressive Polizist, wehrlose Menschen da terrorisieren. Und ja, dieses Mal war das zu viel. Da ist er durch die Tür gegangen natürlich, haben sie ihn reingelassen. Und da in dem Haus, oder vielleicht da schon, ja, vielleicht diese Tür. Hat es Kugellöcher? Nee. Das war so eine andere Tür. Hat er sein, das was er wirklich ist, hat er daraus ausgelebt. Der aggressive und korrupte Polizist. Und ja, man kann ein Mensch, dieses Mal hatte den Mensch, der Roger Funkhauser, haben sie zu viel gedrückt. Und ja, der ist einfach geplatzt. Und ja, okay, das war's. So, hier sind wir auf dem Pharaonenfriedhof, wo der im Heimiswil Pyramide und die Erdomination zweimal, der Jachim und der Boas. Das ist das Friedhof, irgendwo wird er vergraben. Denn. Und hier liegt er. Leider ist die Tür zu, sonst hätte ich noch schnell die Hand geschüttelt. Da. Hans-Rudi Kühni. Steht er sonst noch? Bestattungsdienste, Stalder, Rinderbach. Ja, na, da liegst du dann, Junge. Vor einem Monat hast du noch meine Familie und mich terrorisiert. Und jetzt sind wir da ganz nah. Und die göttliche, ja, wir sind auf dem Friedhof, die göttliche Gerechtigkeit hat zugeschlagen. Du warst so böse. Meine Kinder haben das nicht verdient, was du da gemacht hast, da sie anzulügen. Die haben keine Vertrauen mehr in Polizei jetzt. Meine Frau, sie ist Krankenschwester, sie arbeitet hart, sie ist Schweizerin, sie ist eine liebe Frau. Meine Kinder sind auch liebe Leute. Ich bin ein guter Vater. Die haben das auch nicht verdient. Warum hast du das gemacht? Von wem hast du die Befehle überkommen, als du 20 Minuten im Auto warst? Hä? Ich komme mal zurück, wenn es auf ist hier, die Bude. Warum hast du das gemacht? Wieso warst du so böse? Zu Hause Engelchen spielen und auf die Arbeit da der Gung-Ho, da der Rambo machen, wehrlose Menschen terrorisieren, die Kamera aus der Hand schlagen, sie rumschubsen, sie erniedrigende Befummlungen
unterziehe und dann noch etwas zusammenlüge, dass der Ausländer aggressiv wäre, was überhaupt nicht wahr ist. Dass der Ausländer geschimpft hat, das stimmt überhaupt nicht. Vielleicht kannst du mich hören, Junge. Warum warst du so böse? Ich habe das nicht verdient. Man hat mich hier gefoltert, 14 Jahre terrorisiert, meine Kinder habe ich leiden sehen, so wie wegen euch Polizisten, die einfach eine Befehle ausführen und exekutieren, ohne euch daran zu interessieren, dass, was ihr genau tut. Warum? Wieso habt ihr so einen Hass auf andere Menschen? Ja? Und es war mir deutlich, dass du da deinen Hass während mehr als 30 Minuten über mich und meine Familie übergehen ließ, war es mir deutlich. Und warum? Warum haben Schweizer so einen Hass auf andere? Hä? Da liegst du, Junge. Hast du noch Nachbarn? Nein, kein Nachbarn. Hä? Leer. Ne? Komm ich mal zurück. Kann ich dir noch die Hand schütteln? Wieso warst du so böse? Ja. Also hier das Pharaonenfriedhof. Mein letzter Blick, Pyramide mit Erddomination.